kommt ein Bus, und zwar ein richtig großer Bus, die Königsklasse der Doppeldecker. Willkommen beim Supertest heute, Setra S531DT, Setras neues großes Flaggschiff. Und wir haben im Heck, nur mal der Vollständigkeit halber, einen OM471 12,8 Liter Hubraum, 2500 Newtonmeter Drehmoment und 510 Pferdestärken. Aber 4 sitzt ganz vorne, das ist Active Brake Assist, der bremst auch auf Fußgänger. Optional gibt es dann auch noch einen Abbiegeassistenten. Wenn also irgendwas rechts neben uns ist und wir wollen aus Versehen abbiegen, dann erkennt das das System und warnt den Fahrer. Schauen wir mal, wie sich das auf unserer Superteststrecke, die morgen losgeht, 600 Kilometer lang, bewährt. Ja, ansonsten bin ich gespannt auf die nächsten 2,5 Tage. Das Fahrzeug selber ist ja nicht zu übersehen. In einer wunderschönen roten Farbe. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie die Farbe heißt. Das werde ich nachliefern. Und ja, wir fahren jetzt einfach mal los und schauen wir mal, was die nächsten Stunden bringen. Eine neue Optik und dennoch sofort als Setra zu erkennen, obwohl die geschwungene La Linea weggefallen ist. Doch vorn und hinten setzt der S531DT Maßstäbe. Wer mehr über das neue Design erfahren will, sollte sich unseren Film dazu anschauen. Oben rechts haben wir ihn eingebunden. Aber nun beginnt der Rundgang um den Bus. Jetzt stehe ich vorne am Fahrzeug und die Bugmaske ist wie bei allen 500er Fahrzeugen natürlich abklappbar. Das machen wir gerade mal. So, da ist sie. Dann haben wir hier nämlich den Behälter für das Wischwasser. Da sitzt der Radarsensor. Also wenn ich das nochmal kurz hochhalte, so in diesem Bereich, also genau fahrzeugmittig, man sieht hier von außen nichts. Und das hier ist der Lufteinlass für den Bugschrank des Fahrers, also für die Fahrerklimatisierung. Das war es auch schon und dann können wir die Klappe wieder schließen mit einem kräftigen Druck. Das war's schon. Ansonsten ganz klar vorne alles LED, Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht. Sieht man jetzt natürlich alles nicht, aber ich war auch bei Dunkelheit unterwegs und kann sagen, die Sicht ist ausgezeichnet. Auch innen drin, es blendet nichts. Hier zu sehen das Licht der LED-Hauptscheinwerfer auf- und abgeblendet. Zumindest für einen ersten Eindruck sollte es reichen. Das Zentraldisplay ist wie auch die beiden Rundinstrumente neutral beleuchtet. Die übrigen Schalter und Bedienelemente sind in einem Orangeton hinterleuchtet. Das blendet nicht und ist dennoch hell genug, um alle Schalter gut finden zu können. Das Unterdeck ist mit LED-Spots beleuchtet. Das schafft eine gemütliche Atmosphäre, ist aber nicht wirklich hell, wenn man es denn mal braucht. Die Service-Sets sind gleich geblieben, gegen Aufpreis gibt es LEDs in den Leseleuchten. Das Thema Helligkeit sieht im Oberdeck schon ganz anders aus. Helle Lichtleisten beleuchten den Fahrgastraum mehr als ausreichend. Und hier zu sehen die Beleuchtungsautomatik nach dem Verriegeln des Busses. Die Scheinwerfer leuchten dem Fahrer noch einige Sekunden den Weg, durchaus praktisch. Direkt hinterm Fahrerplatz befindet sich hier ein Fach. Das ist auch ein Fach komplett für den Fahrer gedacht. Der kann also hier auch noch Werkzeug oder Getränke oder was auch immer reintun. Dieses Fach gibt es allerdings nur, wenn der Aufstieg vorne auf der linken Seite ist, also wenn die Treppe links ist. Wenn die Treppe rechts ist, die Möglichkeit gibt es ja auch bei Setra, links oder rechter Aufstieg vorne, dann haben wir in dem Bereich halt noch Sitze und dann fällt dieses Fach weg. Der Kraftstofftank sitzt ja bei dem Fahrzeug neuerdings auf der linken Seite, also hier in diesem Bereich. Und bei diesem Modell, bei der Ausstattungskonfiguration, endet der Tank ungefähr so hier. Dann habe ich hier nämlich noch ein Fach und da kann ich also
Werkzeug oder was auch immer der Fahrer so hat, reintun. Die Möglichkeit besteht aber auch, dass ich sage, nee, ich brauche dieses Fach nicht, ich möchte lieber ein bisschen mehr einen größeren Kraftstofftank haben, dann geht der auch bis hier in den Bereich zu verlängern. Dann habe ich also mehr Volumen, hier halt 480 Liter. Es geht aber, wie gesagt, wenn man das Ganze ausreizen will, bis knapp an 1000 Liter. Die Möglichkeit besteht auch noch im Übrigen, nicht nur auf der rechten Seite des Podests zu entfernen, sondern auch noch auf der linken Seite. Dann habe ich halt noch mehr Rollstuhlplätze. Hier befindet sich der Einfüllstutzen für AdBlue. Die Klappe wird hier geöffnet. Dann haben wir hier den 40 Liter Tank drin für AdBlue. Jetzt kann ich aber die ganze Klappe öffnen. Und voilà, was sehen wir hier? Hauptelektrikfach. Hier haben wir die Hauptspannungsverteilung. Also die Hauptschalttafel, dann haben wir hier noch Steuergeräte, hier haben wir einen Hauptschalter. Damit mache ich, wenn ich den umlege, das komplette Fahrzeug stromlos. Bisschen aufpassen, wenn ich das tue, ist auch die Alarmanlage aus. Hier haben wir die NATO-Steckdose und wenn ich hier quasi also Außenstrom anstecke, dann kann ich direkt die Fahrzeugbatterien darüber laden. Die Fahrzeugbatterien befinden sich hier. Da haben wir sie, 2x225 Amperestunden. Natürlich kann ich auch direkt an die Batterien gehen, klassisch, und die laden. Ich habe außerdem noch als extra in diesem Fahrzeug verbaut zwei separate Starterbatterien. Die Starterbatterien befinden sich hier im Kofferraum und zwar hier drunter. In diesem Bereich, wenn ich das öffne, diese Klappe, diese Bodenluke, dann komme ich so an die Starterbatterien. Mag jetzt ein bisschen umständlich aussehen, allerdings ist das ja auch eher ein Fall für die Werkstatt. Zusätzlich zu den Batterienanschluss habe ich auch noch an Bord verbaut einen Wechselladerichter. Das heißt, ich habe nicht nur einen Wechselrichter, um sozusagen 220 Volt an Bord für die Fahrgäste zur Verfügung zu stellen, sondern ich kann das Fahrzeug auch ähnlich wie im Wohnmobil einfach außen 220 Volt anschließen und dann werden auch damit die Fahrzeugbatterien geladen. Ich zeige mal kurz, wo das sich befindet. Das ist ein klassischer Campinganschluss, ja, 220 Volt. Und das bedeutet nichts anderes. Wenn ich Außenstrom zur Verfügung habe, kann ich hier einfach den anschließen mit dem entsprechenden Kabel. Und schon bin ich safe, was die Sache Sicherheit angeht. Ich kann Elektrik laufen haben, ich kann die Lüfter laufen lassen. Ich habe also eine leichte Klimatisierung, um natürlich das ganze Lichtthema. Ja. So, dann, was haben wir hier? Die Kamera folgt mir mal ein bisschen. Hier ist nämlich der ganz normale Platz für das Reserverad. Hier geht ja auch der Fahrzeugboden ein bisschen weiter nach unten. Ist aber gut, dass es direkt hinter der Vorderachse ist und nicht so mittig. Weil mittig, ich brauche ja immer ein bisschen Bodenfreiheit, wenn es mal ein bisschen auf der Kante steht, das Fahrzeug. Ja. Hier also Reserverad, kennen wir ja, auf der Fahrbahn abgewandten Seite. Gut. Kofferraum, immer ein wichtiges Thema, gerade beim Doppelstockbus. Viel Platz ist nun mal konstruktionsbedingt leider nicht. Und das ist auch in dem Bus der Fall. 8,5 Kubikmeter misst das Kofferraumvolumen. Ist nicht wirklich doll. Dafür bietet sich halt an, nochmal möglicherweise einen Skikoffer hinten ranzuhängen. Da darf ich auch nochmal 500 Kilogramm reinpacken. Ansonsten zwei Klappen, eine große und eine kleine. Und hier haben wir halt so zwei Schutzlappen, die schützen den Fahrer, wenn er die Sachen reinmacht und immer ein helles Hemd hat sozusagen. Ne? Ist ein bisschen gut. Wir haben zwei, wenn die Kamera mal ein bisschen näher reinkommt, zwei Rauchmelder, einer da und einer dort. Zwei deswegen, weil ich hier oben ja, die Möglichkeit habe, eine Wand abzuklappen. Dann habe ich nämlich in dem Bereich links eine abgetrennte Schlafkabine. Man sieht auch da hinten drei Lüftungsdüsen, das ermöglicht sozusagen das Ganze zu temperieren hier. Ja? Also es ist kein hermetisch abgeschlossener Raum. Gut, wenn wir jetzt wieder rausgehen mit der Kamera, dann sieht man hier in dem Bereich, würde normalerweise das Reserverad liegen, wenn ich denn eins brauche und keine Podests sozusagen vorne habe. Dann haben wir hier die Matratze. Ja, und für die Schlafkabine und ja, was ist das hier? Das ist natürlich der Lustspender für den Fahrer und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nicht was ihr schon wieder denkt. Nein, es ist nämlich eine Heizung. Die Matte lässt sich sozusagen bei Kälte
erwärmen. Dazu einfach gibt es da vorne einen Anschluss, 24 Volt, und schon kann ich hier an dem Regler auch die Matte temperieren. Ja, feine Sache. Gut, wir gucken uns noch mal ganz kurz die andere Seite an, den Zugang. Das ist jetzt der Zugang zum Kofferraum von der rechten Seite. Hier klassisch Klappe. Auch hier wieder das Schmutztuch. Und dann habe ich, weil ich muss ja im Doppeldecker auch öfter mal rein ins Fahrzeug, hier den Aufstieg. Ist relativ einfach. Und zwar so geht's. Zack, zack. Und drin bin ich. Und dann kann ich auch hier so hinten Koffer beräumen. Und raus geht es genauso einfach. Zack, zack, zack. Gut. Jetzt zeige ich mal eine kleine Besonderheit. Hier haben wir ja noch zwei Fächer. Hier unten sind so Auffahrkeile drin und Abschleppösen und so weiter. Hier haben wir den Stab fürs Reserverad. Und Thema Reserverad, hier drin befindet sich so eine Art Galgen, also Entnahmevorrichtung. Eine Entnahmevorrichtung für das Reserverad. Wenn ich wirklich unbedingt ein Reserverad brauche, keine Podeste habe, dann ist es ja hier im Kofferraum drin. Und dann habe ich nämlich folgendes System, um das Reserverad aus dem Fahrzeug zu bekommen. Das ist die Entnahmevorrichtung hier. Die setze ich hier einfach rein in diese beiden Aufnahmedorne. Hier habe ich noch mal so einen Sicherungssplint. Zack, dass mir das nicht aus Versehen runterrollt. Und jetzt habe ich einen Flaschenzug. Dieser Flaschenzug wird, mal gucken, ob es mir gelingt, ja, hier einfach eingehängt. Und dieses Teil wird in die Felge des Reserverads quasi eingefügt. Und dann kann ich mit diesem Haken das Reserverad hochheben und auch runterlassen. Ich demonstriere das mal einfach. Wir haben hier eine sehr starke Untersetzung, um auch halt schwere Lasten, das eignet sich bis 160 Kilogramm, aufnehmen zu können. Aber ich habe gerade gehört, 130 Kilo. Ja, also rein mechanisch. Hier, dann schwenke ich es rein, hake es in meinen Reifen ein, in diese Haltevorrichtung, ziehe es ein Stückchen hoch. Dann habe ich das Reserverad hier in dem Bereich und dann kann ich es auch einfach wieder nach unten lassen. Gut, der ein oder andere mag jetzt natürlich sagen, Mensch, ist ja umständlich, aber es ist eine Möglichkeit, tatsächlich auch bei der geforderten Konfiguration, ich brauche halt einen quasi ebenen Boden für Rollstühle oder Kinderwagen, dennoch nicht auf ein Reserverad verzichten zu müssen und ohne große Plackerei. Ich meine, weil so ein Reserverad wiegt natürlich, ja, und da, warum nicht? Also mir gefällt die Lösung. Die Lösung ganz gut. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, wo man mit den Ketten rangeht. Die kann ich mir natürlich auch hier reinlegen und kann dann trotzdem noch das Ganze bedienen. Ja, das ist so eine Endloskette hier. Also wie gesagt, interessante Vorrichtung, haben wir so noch nie gesehen und deswegen zeigen wir sie auch mal. So, und weil wir ihn schon einmal mit dabei haben, stellen wir den Skikoffer an dieser Stelle vor. Gerade beim Doppeldecker macht er Sinn, denn er darf mit bis zu 500 Kilogramm beladen werden. Das sind schon einige Gepäckstücke, es müssen ja nicht immer Skier sein. Hier zu sehen sind die Pumpe und das Reinigungswasser für die Rückfahrkamera, die dieser Koffer verbaut hat. Die fahrzeugeigene Rückfahrkamera wird übrigens automatisch abgeschaltet, sobald ein Skikoffer hinten angebracht wird. Als Fahrer merkt man keinen Unterschied. Hier demonstriert Setra-Versuchsmitarbeiter Bernd Gutmann, wie sich der Skikoffer ohne größere Anstrengungen zur Seite schwenken lässt, wenn man mal an den Motor muss.
Dazu werden einfach zwei Bolzen aus den linken Ösen genommen, der Koffer ein wenig angehoben und schon geht's zur Seite. Das Ganze darf natürlich nur gemacht werden, wenn der Skikoffer leer ist. Hier im Heck verbaut ist der OM471 Euro 6 mit 375 Kilowatt und einem maximalen Drehmoment von 2500 Newtonmetern. Das ist ausreichend. So, hier im Heckbereich haben wir Kühlerpaket, Getriebeölkühler, Ladeluft und Wasserkühlung für den Motor. Im hinteren Bereich sehen wir den Klimaverdampfer, die Brandmeldeanlage und die Brandlöschanlage, Fogmaker, und hier untergebracht die Umweltpumpen für die Heizkreisläufe. Jetzt sitze ich im Unterdeck des S531DT und mal ein paar Worte ganz kurz zur Bestuhlung. 78 Fahrgäste passen hier rein. 22 davon hier bei dieser Bestuhlungsvariante im Unterdeck. Der Innenraum ist ja soweit bekannt aus der Baureihe 400. Da hat sich nicht wesentlich viel verändert. Allerdings hat sich schon was verändert, und zwar der Bereich zwischen den Achsen unten rechts ist sozusagen modular gestaltet. Ich kann das Ganze mit einem Podest ordern oder auch ohne Podest. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, hier auch noch Rollstühle zum Beispiel zu befördern. Ja. Die Service-Sets sind noch gleich geblieben. Allerdings besteht ja wie vorher auch schon die Möglichkeit, statt Glühlampen LEDs in den Leselampen zu bestellen. Genau, ansonsten, Sitze sind bekannt. Die Sitze stammen ja aus eigener Fertigung. Die werden also in Neu-Ulm selber produziert. Und es sind, wie heißen die? Voyage Plus oder ja. Voyage Plus, ne? Ja. Genau. Bei den Sitzen handelt es sich um die Version Voyage Plus. Die verfügen ja schon über wirklich jede Menge Seitenhalt, gute Rückenunterstützung, ja, und auch sehr schön hier die nach oben ausfahrenden Kopfstützen, die man dann auch noch ein bisschen sozusagen formen kann, glaube ich. Nee, die nicht. Oder? Doch, ja. Die man auch so ein bisschen hier für sich einformen kann, ja. Und dann hat auch der Kopf genügend Halt und kippt nicht zur Seite, wenn man mal ein kleines Nickerchen machen möchte. Genau. Die Stehhöhe im Unterdeck beträgt so um die 1,85 Meter. Oben sind es 1,75 Meter. Ich bin 1,88 Meter. Und gut, für mich ist es jetzt nicht wirklich komfortabel. Oben wird es dann noch ein bisschen enger. Aber gut, als Fahrer muss man ja zum Glück nicht ständig hier nach hinten rennen. Aber wie gesagt, wer etwas kleiner ist, tut sich im Doppeldecker natürlich etwas leichter. Gut, das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Wir gehen jetzt mal in den Servicebereich. Ein Test der trockenen Art, sozusagen im Trockenmodus, jetzt hier mal auf dem stillen Örtchen. Die Toilette im S531DT wurde auch ein bisschen angefasst, verändert. Das Toilettenbecken ist jetzt nämlich diagonal angeordnet. Dadurch habe ich hier unten im Bereich mehr Platz. Also man muss sich vorstellen, wenn jetzt die Tür zu ist, auch ich sozusagen komme ganz gut hin. Also wenn man reingeht, ne, dann steht man ja erst, dann macht man die Tür zu und kann sich sozusagen dann bequem setzen, vorbereiten. Ja, so. Also das ist erneuert, tatsächlich eine schlaue Geschichte. Was haben wir hier in der Toilette? Wir haben einen recht großen, jetzt für alle Fahrzeuge einheitlichen Abwassertank, Fäkalientank. Der hat so um die 150 Liter Fassungsvolumen. Dann haben wir einen 120 Liter fassenden Frischwassertank, nur für Spülung und Waschbecken. Das ist jetzt auch anders. Früher wurde ja aus dem Frischwassertank auch noch die Küche mit befüllt. Die Küche hat jetzt einen separaten Behälter. Was auch neu ist, man muss zum Entsorgen sozusagen oder zum Befüllen nicht mehr in die Toilette irgendwas machen, geht alles von außen, und zwar von hier. Das ist ja hier der Servicebereich für Befüllung von WC- und Küchenbehälter.
Hier unten kann ich den WC mit Wasser befüllen. Hier kann ich den Fäkalientank spülen. Die beiden Schläuche hier oben sind für das Befüllen des Frischwassertanks für die Küche. Und hier kann ich mit diesem Schlauch die Tanks der Küche ablassen. Eine weitere kleine Neuigkeit ist hier. Hier haben wir nämlich einen Heizungsregler von Webasto. Das Sanitärabteil hat nämlich die Möglichkeit, optional aufgerüstet zu werden mit einer kleinen Standheizung. Dann wird es hier auch angenehm temperiert im Winter. Eine Neuheit ist außerdem, dass ich den Abfallbehälter für die Handtücher jetzt von außen entnehmen kann. Das heißt, ich muss mich nicht mehr in die enge Toilette quälen, sondern kann einfach den rausnehmen. Hier ist er. Und dann ausschütten. Und dann auch relativ einfach wieder reinsetzen. Und er wird dann mit diesem Gummiband arretiert. So. Zack. Funktioniert. Genau. Die Frischwassertanks befinden sich übrigens im Bereich der Über- der Hinterachse. Hier in dem Fall sitzen sie und hier ist der Fäkalientank. Ja. Der Fäkalientank ist übrigens so groß bemessen, es dürften wahrscheinlich sogar bis zu 180 Liter sein, die hier reinpassen, dass sowohl das Wasser aus der Toilette, aus dem Toilettenraum, als auch aus der Küche zusammen reinpassen. Ja. Dann haben wir hier den Bereich, ja, den Seifenspender. Hier gibt es noch eine Möglichkeit, ein Desinfektionsmittel einzufüllen. Ich zeige das mal kurz. Hier oben, also Handtücher, Seife, Desinfektionsmittel. Auch einfach zu befüllen. Und dann haben wir hier noch um die Ecke, wenn die Kamera mal ein bisschen zeigt, so ein SOS-Taster. Wenn ich jetzt hier drücke, weil ich nicht mehr rauskomme oder nicht mehr hochkomme, dann bekommt der Fahrer oben in seinem Zentraldisplay eine Gelbmeldung, auch mit dem Hinweis, bitte mal zu kontrollieren, was hier hinten los ist. Genau, das war es erstmal vom stillen Örtchen. Wichtiges Thema ist ja auch immer die Versorgung mit Getränken oder Speisen. Da hat ja der Doppeldecker standardmäßig hier hinten seine Küche. In die kommt man, indem man hier einfach mal einen Schlüssel reinsteckt und dann kann man das Element, das Türenelement, ist ein zweiteiliges Öffnen und schon ist der Arbeitsplatz zu sehen. Wir haben hier oben eine Klappe, da ist bis jetzt nichts weiter drin. Da kann ich entweder so Küchenutensilien reintun oder aber meinetwegen auch eine Mikrowelle. Haben ja auch viele. Das hier ist der zweite Kühlschrank. Vorne haben wir ja auch noch mal einen. Der dürfte so ein Fassungsvermögen so um die 50, 60 Liter haben. Dann, wenn die Kamera mal hier reinfilmt, sieht man auch hier den klassische, die 40 Tassen Kaffeemaschine. Die 40 Tassen Kaffeemaschine, dann haben wir hier oben den Wasserhahn zum Befüllen der Kaffeemaschine. Hier der Klassiker, der Würstchenkocher, ne, darf ja nicht fehlen. Die Kaffeemaschine in dem Fall ist von TM, der Kühlschrank von Frenzel. Ja, das war es eigentlich schon. Dann haben wir hier noch einen Abfallbehälter und hier noch ein bisschen Stauraum, aber auch auf der Seite. Was ich übrigens eben vergessen habe bei der Toilette, die ist jetzt neu barrierefrei. Das heißt, es gibt hier keine Kante mehr. Ja, also man kann auch sozusagen ohne die Füße großartig heben zu müssen, hier einfach in die Toilette gelangen. Der Fahrerarbeitsplatz wurde komplett erneuert. Als Unternehmer hat man die Qual der Wahl. Nimmt man das Top-Class oder das Comfort-Class-Cockpit? Beide funktionieren gut. Das der Top-Class bietet mehr Opulenz und Stil. Das der Comfort-Class lässt sich mit einer Zahlkasse aufrüsten. Die Anordnung der Schalter, das Zentraldisplay und die komplette Funktionalität sind bei Top- und Comfort-Class bereits ausführlich beschrieben worden. Immer wieder schön das Zentraldisplay mit seiner Cards- und Stacks-Anordnung der einzelnen Infobildschirme, das lässt sich schnell begreifen. Und ebenfalls eine durchdachte Sache sind die Anordnung der Schalter in einzelnen, thematisch angeordneten Bediengruppen, so geht Übersichtlichkeit. Für den Fahrer gibt es ausreichend Ablagemöglichkeiten auch für große Flaschen. Der Hebel der Feststellbremse ist gut erreichbar, der Platz zwischen Sitz und Seitenwand ist groß genug bemessen.
Die Zwischendecke wurde ganz vorn ein wenig angehoben. Dadurch lassen sich nun endlich auch die beiden oberen Rampenspiegel rechts und links ohne größere Verrenkungen einsehen. Das war ja beim S431 DT noch nicht der Fall. Genau so übrigens habe ich selbst die Spiegel im Blick gesehen, also immerhin bis zur Hälfte. Der Kühlschrank vorn ist per Doppelklappe mit separatem Zwischenboden verschlossen, das ist eine gute Lösung. Lässt sich der Bus ausgezeichnet. Die Vorderachse ist eine alte Bekannte, sie enthält sogar noch Bauteile aus Käsburger Zeiten, wurde mittlerweile aber natürlich angepasst und besitzt zahlreiche Elemente von Mercedes-Benz. Trotz hohem Schwerpunkt, die Pylongasse lässt sich meistern. So, wir stehen jetzt am Berg, simulierte glatte Anfahrt und ich will einfach mal zeigen, wie dieses Fahrzeug in Sekundenbruchteilen erkennt, wenn die Antriebsschlupfregelung ASR greift. Dann wird nämlich sofort die dritte Achse entlastet. Ja, und das sieht man auch im Display. Und los geht's. Sehr schön, unten ist das Symbol. Und er hat tatsächlich im Sekundenbruchteil quasi die Achse angehoben, hatten dadurch dann mehr Anpressdruck, mehr Grip und wir konnten sauber losfahren. Test des Abbiegeassistenten, dem sogenannten Sideguard Assist. Das ist ein radarbasiertes Sicherheitssystem, welches den Fahrer warnt, wenn sich Personen oder Gegenstände neben dem Bus befinden und er abbiegen will. Hier übersieht der Fahrer den Radfahrer, wird aber gewarnt und kann bremsen. Das Ganze von innen. So, wir fahren hinterm Fahrradfahrer, der fährt natürlich relativ weit mittig. Okay, dann überholen wir mal. Jetzt hat das Radar ihn erfasst, gelbes Signal. Okay, wir sind vorbei, ziehen wir mal rüber. Oh, wir wurden gewarnt, ich kann bremsen. Und weiter geht's. Und hier nochmal von außen hinten gefilmt. Gut zu erkennen, durch die Warnung konnte der Fahrer reagieren, Unfall verhindert. Das hier ist das Radarelement, der Radarsensor. Man sieht ja, er ist zweigeteilt, hat auch seinen Grund, weil er kann sowohl nach vorne als auch nach hinten das Fahrzeugumfeld überwachen. Eine weitere Weltneuheit ist aber 4, also der Notbremsassistent, der auch sich bewegende Personen erkennt und eine Bremsung einleitet. Hier demonstriere ich das einmal. Der Bus kommt langsam auf mich zugefahren und bremst entsprechend seiner Ausgangsgeschwindigkeit, die in diesem Fall sehr niedrig ist, entsprechend spät, aber er bremst. Hat funktioniert. Bei einer Fahrvorstellung Anfang 2018 zeigte Setra das System ebenfalls. Hier mal der typische Fall. Fußgängerin starrt auf ihr Telefon, Fahrer ist abgelenkt, aber der Bus bremst. Großer Schreck bei der Frau, aber 4 hat sie geschützt. Mit Schmackes wieder zu. Das war jetzt nicht Schmackes. So, und dann mit Schmackes wieder zu. Ah, nochmal. Das war jetzt gerade. Entschuldigung. So, das war es auch schon. Und dann können wir die Klappe wieder schließen mit einem kräftigen Druck. Das war es schon. Ich glaube, ich war noch zu weit weg. Ne? Jetzt fährt wie immer ziemlich weit. Ne? Okay, vorbei. Huch,
Bremse ich. Ich muss ja bremsen. Das ist dein letzter Film mit dieser Kamera. Nein, alles tut noch so, soweit ich das sehen kann. Ich mache mal ein paar Schnittbilder mit dir am Steuer.